Willkommen zurück zu Programmieren 2. Wir haben uns in den letzten Videos genauer angesehen, wie man die objektorientierte Analyse aufziehen kann, um eben tatsächlich aus einem Stück Prosa-Text, wie wir es bei 4 gewinnt gesehen haben, ein Klassenmodell in strukturierter Weise zu entwickeln und wie wir dann eben dieses prinzipielle erste Modell tatsächlich in ein funktionierendes Modell umformen können, das dann eben den Ansprüchen genügt, der Objektorientierung und der Abdeckung des eigentlichen Problems, das ich lösen will. Im Beispiel war es eben 4 gewinnt. Und die OOA selber ist eigentlich immer Teil eines größeren Entwicklungsprozesses, den man eben je nachdem, in welchem Bereich es etwas anders vorfindet. Was meine ich damit? Wenn wir eben im Embedded Automotive oder im Low-Level-Bereich sind, dann ist es zumindest nach meiner Wahrnehmung so, dass man dort eher noch nach fester strukturierten Entwicklungsprozessen, die eine längere Feedback-Laufzeit haben, eben implementiert. Also man nutzt dann eben ein relativ zum Beispiel das V-Modell und erstellt große Lasten- und Pflichtenhefter, die eben genau spezifizieren, wie ein entsprechendes Produkt sich verhalten soll. Und diese Entwicklungszyklen sind relativ lang. Also wir sprechen hier beispielsweise von 1 bis 3 Jahren oder auch länger, je nachdem, was für ein Produkt man entwickelt. Und teilweise ist es aber so, dass es sich in manchen Bereichen, vor allen Dingen, wo es eben zum Business-to-Business oder zum Business-to-Consumer-Bereich geht, wo man eben keine Low-Level-Komponenten schreibt, sondern eigentlich Informationssysteme, die beim Verarbeiten von alltäglichen Prozessen und deren teilweise Automatisierung eben geht, dass man in diesem Bereich sich in den letzten Jahren vorrangig auf agile Entwicklungsmethoden sozusagen fokussiert hat. Ich möchte jetzt nicht ausschließen, dass agile Entwicklungsmethoden nicht auch im Low-Level-Bereich oder im Embedded- oder Automotive-Bereich ebenfalls mit eingesetzt werden, aber meines Erachtens wird dort vorrangig eben noch nach schon länger etablierten Softwareentwicklungsprozessen entwickelt. Und wie gesagt, seit 2000 ist eben der Begriff der agilen Softwareentwicklung und der größte Unterpunkt, der sehr, sehr bekannt ist mittlerweile in der Softwareentwicklung, ist eben ein Softwareentwicklungsprozess namens Scrum. Dass diese beiden eben sich an die Herangehensweise, wie man Anforderungen definiert und wie diese dann umgesetzt werden, die unterscheiden sich eben fundamental. Nichtsdestotrotz kann man eben die objektorientierte Analyse letztendlich eigentlich in beiden Fällen einsetzen. Man hat eben im Idealfall vielleicht ein Anforderungenheft, das können beispielsweise, wie gerade genannt, Lasten- und Pflichtenhefter sein, wo eben in einem Dokument genau definiert ist, wie ein Produkt am Ende aussehen soll. Auf agiler Seite können das beispielsweise User Stories sein, die eben beschreiben, wie sich die Software unter bestimmten Use Cases verhalten soll und dann mit diesem Verhalten eben ausdrücken sollen, was der Nutzer oder der Kunde oder wie auch immer eben eigentlich von der Software erreichen möchte oder mit der Software erreichen möchte. Und wie gesagt, die objektorientierte Analyse ist vielleicht etwas einfacher, wenn man eben konkrete Anforderungen gegeben hat, die eben schon nach einem gewissen Schema aufgearbeitet sind. Prinzipiell ist sie aber auch einfach mit Prosa-Text möglich, wenn man die Anforderungen, die man umsetzen möchte, eben schon etwas aufbereitet hat, dann bekommt man durch die objektorientierte Analyse wahrscheinlich direkt am Anfang ein etwas besseres Klassenmodell, als wenn man jetzt eben bloß einen Prosa-Text nimmt und den mit den entsprechenden Schritten untersucht. Aber prinzipiell ist es vollkommen egal,
welche Dokumente wir letztendlich als Entwickler reinbekommen. Wir können sie auf alle Textvarianten letztendlich anwenden und damit eben uns zumindest mal für den Anfang ein Klassenmodell bilden, mit dem wir anfangen können und dieses dann letztendlich in weiteren Schritten immer weiter verfeinern, bis wir meinen, dass wir an einem Punkt angekommen sind, wo wir eben sagen, dieses Klassenmodell erfüllt die Anforderungen so, dass der Kunde oder der Nutzer, wie auch immer, zufrieden ist. Und damit sind wir eben auch am Ende der objektorientierten Analyse. Wir werden uns in den nächsten Videos mit Design Patterns beschäftigen. Bis dahin sage ich vielen Dank fürs Zuschauen und wir sehen uns im nächsten Video wieder. Bis bald!